Am Donnerstag hat der republikanische Präsidentschaftsspitzenreiter Donald Trump seine Zustimmung mitgeteilt, dass er nicht als unabhängiger Kandidat ballotieren wird, falls er die republikanische Nominierung für die US-Wahlen im Jahr 2016 verlieren sollte. Mein Name ist Sam Meredith und ich begrüße Sie zur heutigen Presseschau. Nachdem er früher die Möglichkeit einer Kampagne einer separaten Partei abgelehnt hatte, hat Trump seine Meinung wieder geändert und mit den Republikanern einen Treuepfad unterzeichnet. Diese Ankündigung wird als so etwas wie ein Sieg für die Partei angesehen, weil der Milliardär-Geschäftsmogul potenziell die Unterstützung der Demokraten spalten könnte und sich geradewegs in das Präsidentschaftsrennen begeben. Donald Trump sagt, der beste Weg für die Republikaner wäre mein Wahlsieg. Und aus diesem Grund habe ich das Versprechen unterzeichnet. Meine Treue zu der Republikanischen Partei und zu den konservativen Prinzipien ist unantastbar. Die jüngste Umfrage der Monmouth-Universität legt den Weg des Herrn Trump in die Zukunft frei mit einer Unterstützung von 30% für die Republikaner. Der pensionierte Neurochirurg Ben Carson liegt weit abgeschlagen mit nur 18%. Jeb Bush und Texas-Senator Ted Cruz sind weiter hinten mit nur 8%. Alle 17 republikanischen Präsidentschaftskandidaten sind verpflichtet, den späteren Sieger zu unterstützen. Kritiker dieser Ankündigung haben die Anti-Establishment-Natur des Herrn Trump erwähnt und die Treueverpflichtung in Frage gestellt. Das war die Presseschau für heute. Ich bedanke mich für das Zusehen. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald.